Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem YouTube-Kanal, heute mal im Sitzen und jetzt mit dem Update-Video Nummer 2. Das ist das vorletzte Update-Video dieses Jahr, ich werde kurz vor Neujahr nochmal eins machen. Es haben sich wieder ein paar Sachen angestaut, die ich euch mitteilen möchte und die ich euch zeigen möchte, deswegen kommt jetzt eben dieses Update-Video. Am Freitag kommt das Projekt mit dem Timelapse-Aufsatz, den Trailer habt ihr ja schon gesehen, es ist echt fett geworden, ich werde nochmal ein paar Aufnahmen machen und euch das Ganze dann zeigen. Ja, das erste, was sich geneuert hat, ich bin jetzt auf Facebook erreichbar und zwar heißt die Seite Do It Yourself Deutschland, also D-I-Y Deutschland. Da könnt ihr mir jetzt auch schreiben, ihr seid herzlich eingeladen, die Seite zu liken und auch euren Freunden mitzuteilen, dass ich jetzt eben auf Facebook bin und dass es eben diesen Kanal gibt, damit einfach das Publikum immer größer wird und immer mehr Leute mitbekommen, was hier vor sich geht. Dann, weil ich das mitbekommen habe, dass das einer im Video drunter geschrieben hat, ihr habt ja immer noch meine andere E-Mail-Adresse von Google Mail, über die ihr mir schreiben könnt, die ist henrik.diy.de@googlemail.com, also henrik.doityourself.de@googlemail.com. Auch dort könnt ihr mir gerne schreiben, wenn ihr mal Fragen oder Anregungen habt oder einfach Hilfe bei einem Projekt braucht. Ebenfalls ist neu, dass ich es jetzt endlich auf die Reihe bekommen habe, eine Dropbox-Seite zu eröffnen. Das heißt, in jedem Video ist jetzt unten in der Linkliste drin, einmal mit der Facebook-Seite und einmal mit der Dropbox-Adresse, damit ihr alle Daten, die ihr zu den Projekten braucht, wie zum Beispiel Fräsdateien oder auch inzwischen Arduino-Codes, einfach und schnell benutzen könnt. So, dann habe ich eine Neuigkeit zu verkünden und zwar zum Longboard. Das Longboard wird verändert werden. Ich kann euch gleich zeigen, was ich mir da vorgestellt habe. Es wird zwar keine große Veränderung, aber es wird eine Veränderung, mit der ich das Problem umgehen möchte, dass man mit dem Longboard ja nicht auf öffentlichen Straßen fahren darf. Und zwar habe ich mir überlegt, wenn ich mit dem Longboard nicht auf öffentlichen Straßen fahren darf, dann aber mit Sicherheit auf irgendwelchen Schotterstraßen. Deswegen habe ich mir überlegt, hier einfach solche Mountainboard-Reifen dran zu machen. Dementsprechend muss ich jetzt die Hinterachse noch umrüsten. Das wird noch ein bisschen dauern, aber es wird auf jeden Fall ein Video dazu kommen, womit man mit dem Ding dann hoffentlich fahren kann und eben auch auf Schotterstraßen fahren kann. Als nächstes möchte ich euch einen Tipp geben, wenn ihr DC-DC-Wandler verwendet, weil mir das Problem jetzt schon öfters aufgefallen ist, dass wenn ihr einen DC-DC-Wandler verwendet, in Kombination mit einem Arduino und einem Schrittmotortreiber, also wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ihr wollt den Slider oder auch den Timelapse-Aufsatz nicht mit drei Zellen betreiben, damit ihr auf eure 12 Volt kommt, sondern nur mit einer und einem DC-DC-Wandler, kann ich euch gleich sagen, macht es nicht. Der DC-DC-Wandler, fragt mich nicht wie, macht permanent den Schrittmotortreiber kaputt. Also ich kann es euch wirklich nicht empfehlen, das Ganze mit einem DC-DC-Wandler zu machen. Dann wurde ich von einem Abonnenten gefragt, ob ich mal zu dem Gimbal nochmal ein Video machen kann, wo er dann auch größere Kameras einbauen kann. Also zum Beispiel die Sony A5000 oder die Sony A6000 oder eben so kleine Systemkameras wie auch Spiegelreflexkameras. Ja, das habe ich vor. Das wird allerdings erst nächstes Jahr kommen. Jetzt kommt erstmal das Update-Video zu dem Gimbal, was allerdings klein bleibt und eher für Handys und auch für GoPros gedacht ist. Und nächstes Jahr möchte ich mir so ein richtig fettes Rack bauen, wo man die Kamera dann eben stabilisieren kann und auch hochwertigere Aufnahmen machen kann. Bleib einfach gespannt und abonniere meinen Kanal, dass du auf keinen Fall verpasst, wie dieses Projekt funktioniert. Als nächstes zur Arduino VU, die eigentlich für nächste Woche geplant war. Ich habe bis jetzt noch keine Lösung gefunden, wie man das ganze Projekt realisieren kann, nur mit Hilfe eines Arduino Nanos. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, das Ganze jetzt ein bisschen zu canceln und zu ändern. Und zwar wird nächste Woche jetzt ein Teil kommen, wo einfach LEDs generell mit einem Arduino Nano und auch mit zwei N2222 Transistoren angesteuert wird, um euch einfach auch da ein bisschen zu informieren. Und zudem möchte ich jetzt mit Hilfe des Arduino Kochbuchs, was ich euch zu gegebenen Zeitpunkt nochmal vorstellen möchte, die Möglichkeit geben, in das Thema Arduino tiefer einzutauchen und dort auch so kleine Kurse über den Winter hinweg auf YouTube zu stellen, damit ihr auf dem Thema einfach immer besser werdet und auch immer mehr auf dem Laufenden bleibt. Als nächstes möchte ich euch fragen, was ihr zu meinem neuen Kanallogo sagt. Die Logos sind entweder auf meiner Facebook-Seite oder auch auf meinem YouTube-Kanal, ihr habt es schon gesehen, im Kanalbanner, mein Profilbild, sowie auch die Bilder eben auf Facebook und auch hier im Hintergrund, der Desktop-Hintergrund. Eure Meinung dazu oder Änderungsvorschläge könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Als nächstes möchte ich euch fragen, wie ihr mein Video zum Update zum elektronischen Longboard gefunden habt und auch die FAQ-Runde.
Wollt ihr sowas weiterhin haben? Wollt ihr mehr von diesen Update-Videos und FAQ-Videos sehen? Dann schreibt es mir einfach in die Kommentare. Eure Meinung ist mir unheimlich wichtig. Wenn ihr auch zu anderen Projekten mal solche FAQ-Runden haben wollt, gebt mir einfach Bescheid und dann drehe ich so ein Video. Was ich auf keinen Fall vergessen möchte, ist erstmal riesig Dankeschön zu sagen, dass wir inzwischen 150 Abonnenten sind. Die Marke haben wir heute geknackt. Ich bin mächtig, mächtig stolz über das Wachstum und auch über das Feedback, was ich bekomme. Mich freut es riesig, dass euch gefällt, was ich mache, weil das, was ich hier mache, ist mein Hobby. Das hätte ich sonst auch gemacht und wenn ich mein Hobby mit anderen Leuten teilen kann, gibt es natürlich nichts Besseres. Da ihr wisst, dass übernächste Woche das Video zum Launch Key kommt, das ist so ein kleiner Media-Controller, mit dem man Ableton Live Lite und auch Ableton Live kontrollieren kann, möchte ich euch jetzt mitteilen, dass ich vorhabe, demnächst auch immer mehr Sachen mit Musik einzubeziehen, damit ich einfach alle Spektren einmal abdecke. Eure Meinung dazu ist mir wichtig. Wenn ihr Videos über Schlagzeug spielen, über Gitarre, über Technik wie zum Beispiel Loop Stations oder auch über DJ-Controller und generell DJing an sich haben wollt, ich habe da zwei Freunde, die das relativ gut machen und wenn ihr da Fragen habt, dann schreibt mir das einfach in die Kommentare und ich werde euch Videos dazu online stellen. Dann ist euch das beim letzten Video mit Sicherheit schon aufgefallen. Ich habe jetzt eine neue Kanalwand, die möchte ich euch jetzt kurz einen Teil zeigen. Ja, hier seht ihr die neue Kanalwand von meinem YouTube-Kanal. Hier habe ich jetzt einfach mal alle Projekte platziert, die sich in der letzten Zeit so angehäuft haben. Also wir haben hier oben den Arduino Slider. Hier sollte eigentlich das Longboard hängen, das ist aber momentan leider in Bearbeitung. Hier hängt das Board vom Mountainboard, auch da möchte ich was draus machen, das kommt allerdings erst nächstes Jahr. Hier unten seht ihr den Timelapse-Aufsatz, der am Freitag kommt, sowie die Box von den LEDs, die freundlicherweise von Lumitronics zur Verfügung gestellt wurden. Die LEDs werde ich nächste Woche verwenden, um euch das Thema LEDs mit Arduino näher zu bringen. Hier seht ihr dann das Launch Key, worüber ein Video übernächste Woche kommt und das Arduino Kochbuch, welches ich euch im Detail nochmal vorstellen werde. Meine aktuellen Kameras, die ich verwende, sind eine Canon EOS 1100D, die ich mir ausgeliehen habe, eine GoPro Hero sowie eine Olympus Pen und eine Samsung Kompaktkamera. In der Mitte seht ihr jetzt ein Whiteboard, wo ich euch Informationen sowie Schaltpläne aufzeichnen werde, damit ihr einfach die Projekte ein bisschen besser verstehen könnt. Und zu guter Letzt seht ihr hier noch die Schrittmotoransteuerung mithilfe eines Arduinos. Als nächstes möchte ich euch mitteilen, dass ich vorhabe, in die BMW-Welt nach München zu fahren und dort ein Video für euch zu drehen, um euch die neuesten Autos und auch die geilsten Autos, die da einfach rumstehen, zu zeigen. Das letzte Mal, wo ich war, war eine Ausstellung über die gesamte BMW M-Reihe, das heißt von M1 bis M6 stand da alles rum, war richtig genial und ich bin gespannt, was dieses Mal dort ist. Ich werde es euch dann auf einem Video festhalten. Generell habe ich auch vor, nächstes Jahr auf ein paar Messen zu fahren und dort ein Video zu machen, zum Beispiel auf die CeBIT oder vielleicht auch auf die Gamescom und euch meine Impressionen, die ich dort mitnehme, einfach festzuhalten und zu zeigen. Wenn ihr das cool findet, dann schreibt mir das in die Kommentare und zeigt mir mit einem Daumen nach oben. Dann möchte ich jetzt nochmal eine Danksagung machen an zwei Firmen und an einen YouTuber. Zuerst der YouTuber, und zwar ist das ein Kanal, der heißt Mo Photography. Der hat mir dieses Video, was ihr am Anfang von den ganzen Videos seht, erstellt, diesen kleinen Trailer. Vielen Dank dafür, hat mich riesig gefreut. Ich werde das ab jetzt verwenden. Wenn euch das gefällt, dann schreibt es einfach in die Kommentare und ich werde euch in die Infobox auch den Link zum Kanal von Mo schicken. Als nächstes möchte ich an den Verlag O'Reilly Danke sagen, der mir freundlicherweise das Arduino Kochbuch zur Verfügung gestellt hat, welches ich dann demnächst verwenden werde, um meine Videoreihe zum Thema Arduino zu machen. Und zu guter Letzt noch die Firma Lumitronics, die mir die LEDs zur Verfügung gestellt hat, mit denen ich dann das Projekt zu den Arduino-Ansteuerungen mit LEDs realisieren möchte. Dankeschön. Ja, das war's jetzt mit der Update-Runde. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Informationen rüberbringen. Ihr seid wie gesagt herzlich eingeladen, mal auf meiner Facebook-Seite vorbeizugucken, mir auch E-Mails zu schreiben, wenn ihr Fragen habt und Kommentare dazulassen, wenn ihr Wünsche und Anregungen habt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich wie immer über eine positive Bewertung sowie ein Abo von meinem Kanal freuen, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Wie gesagt, checkt mal an der Facebook-Seite vorbei. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag und wir sehen uns am Freitag mit dem Projekt Timelapse-Aufsatz wieder. Ciao und bis dann!